Herzlich willkommen bei Lobera und bei unseren Gartenvideos. Mein Name ist Markus Kobbelt, ich bin Züchter und Gründer von Lobera und unser Thema heute, was sind Two-Timer-Feigen? Was genau zeichnet die aus? Für den Moment haben wir eine Two-Timer-Sorte, die wir eben Two-Timer nennen. Vielleicht haben wir zukünftig mehrere solche Sorten, aber was zeichnet sie aus, dass sie zweimal Früchte tragen? Einmal an den letztjährigen Holz, am alten Holz und dann wieder am diesjährigen Holz. Nun, die meisten Feigen, die nördlich der Alpen ohne Befruchtung durch die Feigenwespe funktionieren, tragen zweimal, wenn es die Vegetation dann zulässt. Aber das Besondere an der Two-Timer-Feige ist, dass die das in unserem Klima regelmäßig jedes Jahr macht, auch wenn die Pflanze mal, ja, ich würde nicht sagen vernachlässigt, aber wenn sie einfach mal nur dasteht und darauf wartet, zu fruchten und dann gegessen zu werden. Wie diese hier. Man sieht hier ganz schön diese Two-Timer-Eigenschaft. Eine schönere als an diesem Trick kann man es nicht zeigen. Man sieht hier die beiden Früchte, die am letztjährigen alten Holz wachsen und dann hier die neuen Früchte, die am diesjährigen Holz kommen. Die sind jetzt dann schon Mitte Juli reif, können wir heute schon degustieren, sehen voll reif aus, vielleicht aufgrund des heißen Wetters auch etwas notreif geworden. Und die warten jetzt, sind gerade so in dem Feigenstadium, wo die Jungfeigen jeweils so warten, wollen wir jetzt vorwärts wachsen oder fallen wir ab? Und die werden dann irgendwann im September reif. Zweimal reife Feigen, einmal vom alten Holz und einmal vom neuen Holz. Normalerweise sind die Feigen dann am neuen Holz auch viel schmaler und länger, weniger rund, haben also eine ganz andere Form wie die Feigen vom alten Holz, wie wenn es zwei verschiedene Sorten wären. Zum Vergleich hier noch die Sorte Morena, neben der Sorte Two-Timer, die halt eher nur einmal trägt und eben nur am letztjährigen Holz. Man sieht hier die Früchte am letztjährigen Holz, eine ist auch schon fast reif, ist relativ früh, aber man sieht am diesjährigen Holz hier noch keinen Fruchtansatz. Das Einzige, was man kritisch anmerken könnte, dass es natürlich ein bisschen mehr diesjähriges Holz haben sollte, damit da dann auch Früchte entstehen. Was das gut ist, wenn die Pflanze, die Feigenpflanze ein bisschen gestresst ist, wie hier in diesem Kübel, dann setzt sie eher und schneller Früchte an. Also wenn sie wirklich mal keine Früchte haben, einfach nicht düngen, die Pflanze stressen, etwas trocken lassen und dann wird sie versuchen, Früchte anzusetzen. Eine Feige, der es zu gut geht, die macht gerne mal keine Früchte. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man wirklich bei der Two-Timer-Feige beides haben möchte, Früchte am letztjährigen Holz und Früchte am neuen Holz, muss man auch neues Holz haben, wie hier. Und dann muss man dann vielleicht ein bisschen mehr Gas geben, vor allem und ein bisschen mehr düngen, auch Stickstoff betont im Frühjahr düngen, wie bei dieser Two-Timer-Feige, die ja von Haus aus sehr fruchtbar ist und dadurch auch etwas mehr vegetatives Wachstum ertragen mag. Aber umgekehrt, wie gesagt, wenn Sie mal eine Feige haben, die nicht oder wenig trägt, einfach etwas hungern lassen, trocken lassen, wenig düngen lassen, damit sie dann Früchte ansetzen. Also das waren die Informationen zur Two-Timer-Feige. Einmal Früchte am alten Holz und einmal Früchte am diesjährigen neuen Holz. Und beide werden in unserem Klima, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sogar bis 500, 600, 700 Meter zweimal reif. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Lobera.com, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.